So, und da sind wir wieder, beide Forest und ich habe gerade einen Bonbon im Mund. Toller Random Fact. Ich weiß übrigens nicht, ob hier jetzt Gegner sind. Ich habe längere Zeit nicht aufgenommen, weil es hier einen Bug gab, einen Texturenfehler. Hier war alles pink. Und weil ich ja so ein harter Typ bin, so ein ganz harter Mann. Und das überhaupt nicht haben kann, wenn hier alles pink ist, dass ich gar nichts sehen kann, habe ich versucht, bis zum nächsten Update zu warten. Nein, das geht nicht, habe ich mir dann gedacht. Okay, nehmen wir wieder auf. Und man siehe, der Bug ist weg. Ich weiß nicht wieso. Ja, ich habe auch so, ich habe ja sogar Videomaterial dazu aufgenommen. Ich habe es aber nicht hier vorgeschnitten, wahrscheinlich, weil keine Ahnung, kein Bock. Ihr könnt euch das vorstellen, sage ich einfach mal so. Wenn nicht, vielleicht lade ich dann ein extra Video hoch, damit ich das unterstreichen kann, dass das wirklich passiert ist. Wer weiß, vielleicht glaubt mir das ja echt keiner. Ist aber so. Ich weiß nicht wieso, aber es war so. Übrigens in dem Part, den ich da nicht aufnehmen konnte, da habe ich mich darüber beschwert, dass ich Pokémon nicht bekommen habe. Das Neue. Ja, das war scheiße. Haben die mir jetzt einfach nur am Samstag gebracht, nicht am Freitag. Obwohl ich das ja ziemlich früh bestellt habe, sogar vor meiner Schwester, und die hat das vor mir bekommen. Das ist ja unfair, ne? Ich bin trotzdem weiter als die. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das lag an dem Monster, dass hier alles pink wurde, weil ich dann mit dem Monster gespeichert habe. Kann ja sein. Boah, das Blöde wird sein, dass ich im nächsten Update zwei Folgen aufnehmen muss. Und zwar an einem Tag, damit ich das wieder, also damit ich wieder einen guten Vorrat habe. Ich glaube, irgendwie die Typen spawnen später, wenn man länger nicht spielt. Oder halt woanders. Ich soll es trotzdem mal nutzen. Wisst ihr, was ich nicht haben kann, wenn einer isst, während er aufnimmt? Und ich nehme. Ich nehme gerade auf und esse. Ja, das ist sehr nett von mir. Überhaupt nicht asozial oder so. Nee. Gut, ich lutsche eigentlich nur ein Bonbon. Das ist ja. Würde ich mal ein bisschen sagen, dass das was anderes ist. Aber wisst ihr, was die anderen 2 Tage, die ich da nicht aufgenommen habe, die waren eigentlich schon ganz schön komisch. Denn wir hatten Internetprobleme, obwohl ich gar nicht hochgeladen habe. Und das heißt ja schon was. Wenn ich die ganze Zeit vorher keine Internetprobleme hatte. Heute lade ich auf jeden Fall wieder hoch, heute ist Sonntag. Ja. Mal wieder dieser kleine Stumpf. Werdet ihr auch öfters abgebremst? Auf der Straße, auf einem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule. Denkt an diesen Stumpf, denn der hält alle auf. Egal wie groß du bist, du machst sie alle fertig. Stumpf. 2014. Warte, ich. 14:16 Uhr. Wir müssen ja genau bleiben.
Ich weiß gar nicht, was ich bauen soll. Ist lange her. Die 2 Tage. Davon habt ihr natürlich nichts mitbekommen, weil ich auch vor Ort aufgenommen habe. Ich bin halt schlau. Ist eigentlich ziemlich dumm von mir, wenn ich hier gerade rumstehe. Aber ich bin halt schlau. Ich bin halt schlau. Ne, der lebt gefährlich. Muss man dann sagen. Zu den Monstern will ich nicht wieder. Ich kann die Falle einfach umwerfen, okay? Durch den Stein. Was würde ich denn hier gerne mal bauen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur noch einen Tag. Und dann kommt das Update. Die ganzen Typen sind alle weg, obwohl ich die nicht ausgeschaltet habe. Okay. Für The Forest müssen unbedingt mehr Mods rauskommen. Wer weiß, vielleicht sowas wie Pixelmon bei Minecraft. Das macht eigentlich immer Spaß, Pixelmon. Ja. Da noch. Ziemlich viele coole Mods gibt es auf jeden Fall, wie zum Beispiel Hexit bei Minecraft. Ich kenne bei Minecraft ziemlich viele Mods, weil bei Minecraft sind immer viele Mods irgendwie. Da gibt es eigentlich nur coole Mods. Hier Pokémon drin, ja genau, das ist realistisch. Es macht dann nur wenig Sinn, dass hier irgendwelche Eingeborenen auf einen eindreschen, aber werden wir halt sehen. Du wirfst da einfach so einen Pokéball direkt. Oh, das ergibt sogar Sinn. Da kann man die Steine für nehmen oder die Tennisbälle umtexturieren. Dann hast du Pokébälle. Damit wirfst du dann auf Sachen und dann hast du das eigentlich. Coole wäre auch noch, wenn du das einem voll in die Fresse wirfst. Irgend so einem Eingeborenen und den fängst dann einfach ein. Der kämpft dann für dich. Kann man ja so machen, dass der einen dann nicht mehr sieht. Und dann, wenn der einen nicht mehr sieht, dann greift er einen ja auch nicht an. Und dann muss man das einfach so machen, dass alle anderen gegen den sind und dann hat man sein eigenes Pokémon erschaffen. Da muss man das nur so machen, dass wenn er tot ist, dann liegt der nur rum, dann kannst du ihn wieder mitnehmen. Und nicht, wenn er tot ist, dann ist er tot, dann ist er weg. Dann macht man den einfach so wie diese Bug-Typen, die man nicht töten kann, wenn die schon tot sind und auf dem Boden liegen, dass man die nicht zerstückeln kann. Macht man dann genauso bei denen. Ich sollte vielleicht Mod-Entwickler werden. Gut, ich bin dann wohl eher der mit den Ideen. Ich habe was gehört. Ah, ich habe keine Ahnung, was ich bauen soll. So viel Alkohol hatten wir jetzt auch nicht mehr, ne? Scheiße. Bauen wir uns hier halt ein Boot rein, fertig. Sieht aber nicht aus wie ein Boot. Irgendwie schon so ein bisschen gruselig, wenn man nicht weiß, wo der Gegner ist. Und wenn man den Gegner lange nicht mehr gesehen hat.
Aber darüber habe ich schon in anderen Folgen geredet. Das ist wieder ein unzerstörbarer Baum. Mist, ich wollte 360 machen. Ging leider nicht. Schade. Hätte ich echt gerne gemacht. Dieser Baum war umwerfend. Genauso wie dieses Wortspiel. Obwohl es kein Wortspiel ist. Oh ja, mit dem Bonbon zu reden macht auf jeden Fall Sinn. Warum habe ich da überhaupt so lange im Mund? Ja, danke, danke. Aua, aua. Danke, danke. Aua, aua. Das sieht mehr als bescheuert aus, was ich da mache. Das sieht aus, als würde ich hier, keine Ahnung, voll abzappeln, während ich laufe. Was ich ja auch gerade tue. Da erkenne ich irgendwo Parallelen. Wie ich einfach an der Wand rumjumpe. Wie so ein Ninja. Das könnte man vielleicht auch hier drin reinbringen. Vielleicht könnte man ja extra einen Spielmodus machen, wo man, was weiß ich, riesige Türme hochklettert. Wäre eigentlich voll cool. Man baut hier irgendwelche Türme, kann man ja generieren. Denke ich mal, weil man ja auch Türme bauen kann und dann baut man so ein. So viel zum Boot. Dann baut man so einen Turm. Und mehrere Stützpunkte, die man dann benutzt, um hochzuklettern. Wo ist mein Boot? Ist doch auch weggeflogen irgendwo hin. Leider habe ich keine Ahnung wohin. Und seitdem sucht er sein Boot. Irgendwo. In den sieben Weltmeeren. Ich weiß nicht, wie der Text geht. Ich habe das zu wenig geguckt. Aber ich kenne da einen, der wüsste das. Auf jeden Fall kenne ich einen, der das wüsste. Wo das Boot wohl jetzt sein mag? Keine Ahnung. Aber ich denke, es ist jetzt an einem besseren Ort. Okay, ist eh schon zu spät, um das jetzt zu sagen, was ich mir ausgedacht habe. Gut, ich konnte mich nicht schnell genug erinnern an das, was ich sagen wollte. Damit habe ich den Witz versaut. Das muss ja echt weit weggeflogen sein. Nicht, dass das hier nachher irgendwo im Baum hängt. Nicht mal mehr zu finden. Weit kann es ja nicht sein, ne?
ist ja nur hochgeflogen. Also das Boot, da darf sich ruhig melden, wenn nicht da irgendwo im Himmel ist. Wie die Falle mir nie Schaden macht, ne? Gut, ich will es jetzt nicht ausprobieren. Irgendwie habe ich keinen Bock, mich da drunter zu stellen. Weiß auch nicht, wie das kommt. So viel dazu, dass ich hier tierfreundlich bin in dem Spiel. Ha, aufgefangen. Das war doch mal ein Move. Den würde ich nur gern verfeinern. Wenn mehrere Bäume in der Nähe sind, dass man dann so von Baum zu Baum springt. Wie die Typen das machen. Nur, dass man ein bisschen näher am Boden ist und dann macht man einfach so. Und dann springt man zum nächsten weiter. Ich denke mal, das könnte ich. Das würde ich drauf haben, den Move. So, das Lager würde ich jetzt nicht unter eins der besten zählen, aber naja. Gut, vielleicht ist es doch eins der besten, aber nicht das Beste. Boah, echt kein Gegner hier. Ich suche weiterhin das Boot. Wo auch immer das gelandet sein mag, das kann ja nicht weit sein, aber das ist weit weg. Aus irgendeinem Grund. Weiß ich, vielleicht kann das ja schweben. But first, let me take a selfie. Das darf man ja nicht vergessen zu sagen, wenn man so ein Totem sieht. First, let me take a selfie. Und so weiter. Habe ich übrigens nie gemacht. Ich weiß noch gar nicht, was die Leute daran toll finden. Man muss dazu sagen, die heutige Jugend ist aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber das wird die heutige Jugend auch zu der Jugend sagen, die, was weiß ich, 20 Jahren kommt. Oder so weiter, das werden die immer sagen, weil die immer meinen, dass die irgendwie komisch werden. Die nicht so sind wie die. Dabei sind sie ja selber komisch. Würde ich übrigens auch sagen. Oh yeah, ich habe den Walljump drauf. Und ich habe den Spider-Man drauf. Ja, ich schwebe hier oben am Dach.
Und das kann ich alles mit meinem Kopf und nicht mit meinen Händen. Das ist irgendwie komisch. Wie ist das möglich? Verschießt er da irgendwie so ein Spider-Man-Netz nach oben? Keine Ahnung. So, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.